Du hast irgendwie schon mal gehört, dass du haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich geltend machen kannst und fragst dich jetzt, was eigentlich und in welcher Höhe? Dann bist du hier genau richtig, denn ich gebe dir die Antwort in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und du kannst Dienstleistungen, die du in deinem Privatbereich hattest, also in deinem Haushalt hattest, die kannst du steuerlich absetzen. Das heißt, auch wenn es nichts mit deiner Selbstständigkeit zu tun hat, sondern du Hilfe hast in deinem Haushalt beispielsweise, die kannst du von der Steuer absetzen. Und das ist steuerlich ziemlich attraktiv, denn die Ansetzbarkeit ist ziemlich hoch. Worauf du da achten musst und welche Kosten du genau absetzen kannst, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Im Wesentlichen gibt es drei Kategorien von haushaltsnahen Dienstleistungen, die du steuerlich berücksichtigen kannst. Die erste Kategorie sind Handwerkerleistungen. Du kannst Handwerker, wenn sie in deinem privaten Haushalt für dich etwas machen, zum Beispiel renovieren und so weiter, kannst du von der Steuer absetzen. Ich habe zu diesem Thema auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einfach mal oben rechts. Da gehe ich noch ein bisschen tiefer speziell auf die Handwerkerleistungen ein. Die zweite Kategorie von haushaltsnahen Dienstleistungen sind, ja, ich würde mal sagen, die normalen haushaltsnahen Dienstleistungen. Das sind Dienstleistungen, die erbracht werden von zum Beispiel Selbstständigen oder vollversicherungspflichtigen Angestellten oder aber von Pflegediensten und so weiter. Die dritte Kategorie an haushaltsnahen Dienstleistungen, die du steuerlich berücksichtigen kannst, sind sogenannte Minijobber. Das heißt, wenn du in deinem privaten Haushalt einen Minijobber beschäftigt hast, kannst du auch diese Kosten von der Steuer absetzen. Doch welche Art von Dienstleistungen kannst du denn von der Steuer absetzen? Das sind beispielsweise Hausmeisterdienstleistungen, das ist zum Beispiel die Renovierung deiner Wohnung, Putzen deiner Wohnung, Teppichreinigung, Gartenarbeiten, das Aufpassen auf deine Kinder, also Babysitting. Du kannst auch Au-pair-Kosten absetzen oder aber auch, wenn jemand auf deine Haustiere aufpasst. Das alles sind Kosten, die du steuerlich geltend machen kannst. Das heißt, wenn du da irgendjemanden dafür bezahlst, dann ist das steuerlich durchaus relevant. Das ist natürlich keine abschließende Aufzählung. Auch Kosten für ähnliche Tätigkeiten kannst du in deiner Einkommensteuererklärung berücksichtigen. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, wie viel Steuern du durch haushaltsnahe Dienstleistungen sparen kannst. Und zwar kannst du Kosten bis zu 20.000 Euro steuerlich berücksichtigen und dann 20% davon. Das heißt, 4.000 Euro sind steuerlich relevant für haushaltsnahe Dienstleistungen von Selbstständigen, Pflegediensten oder aber auch sozialversicherungspflichtigen Angestellten, die du in deinem privaten Haushalt beschäftigst. Dazu kommen noch 510 Euro, die du geltend machen kannst für Minijobber in deinem privaten Haushalt und 1.200 Euro Handwerkerkosten. Das heißt, insgesamt steuerlich geltend machen kannst du bis zu 5.710 Euro. Damit du diese Kosten auch wirklich berücksichtigen kannst und in deiner Steuererklärung eintragen kannst, brauchst du zwei Dinge. Und zwar erstens eine Rechnung von deinen externen Dienstleistern für die haushaltsnahen Beschäftigten, einen Arbeitsvertrag, der angemeldet sein muss offiziell, und dann zweitens eine elektronische Bezahlung. Das heißt, du musst per Überweisung zahlen. Das heißt, du brauchst eine Rechnung und einen Kontoauszug, um das nachzuweisen. Bargeldzahlungen oder aber auch irgendwie Sachbezahlungen, indem du zum Beispiel eine Zimmer zur Verfügung stellst für dein Au-pair, das kannst du steuerlich nicht berücksichtigen. Das heißt, grundsätzlich, wenn du deine Dienstleister in deinem privaten Haushalt schwarz bezahlst, dann kannst du das natürlich nicht von der Steuer absetzen. Ich hoffe, mit diesem Video hast du einen guten ersten Einblick gewonnen, wie du haushaltsnahe Dienstleistungen in deiner Einkommensteuererklärung absetzen kannst und wie viel Steuern du dadurch sparen kannst. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann findest du super klein und versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet. Wenn du dir aber sagst, ich habe keine Frage, ich will dieses Video auch nicht sehen, ich möchte einen Steuerberater haben, der sich um alles kümmert, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch einen Tipp für dich. Wir sind Steuerberater, und zwar ein spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige, und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Vielleicht können wir dir ja bei deiner Einkommensteuererklärung weiterhelfen und dann musst du dich selber nicht drum kümmern. Schau dir auch gerne unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.